Und jetzt kommen wir dann eigentlich zu dem Thema, was ich die ganze Zeit eigentlich mal anquatschen wollte, nämlich inwiefern ist denn das jetzt outdoor-tauglich für Touren, also quasi als Tourennahrung? Aus naheliegenden und auch geschmacklichen Gründen, zum Teil, also das ist schon nochmal leckerer, kann man es ganz gut, wie ich finde, mit Energy 5 vergleichen. Ich habe inzwischen alle aufgefuttert, die ich so hatte, deshalb kann ich euch jetzt keinen zeigen. Aber das ist eine in Barren vorliegende, ja, Getreidemasse. Sehr ähnlich wie dieses Zeug. Die hat 460 Kalorien pro 100 Gramm, hat vergleichbare Fett- und Kohlenhydratgehalte, dabei deutlich dreimal so viel Zucker, aber immer noch auch ordentliche Portionen an langkettigen Kohlenhydraten, hat ein bisschen mehr Ballaststoffe interessanterweise. Und hat ein bisschen weniger Proteine als die Aktivversion. Also nochmal etwas mehr als die normale Version. Also insgesamt auch wenig Salz drin, vergleichsweise wenig Salz drin. Durchaus eine von den reinen Daten her gesunde Sache. Es sind auch sämtliche Vitamine und sämtliche Mineralien drin. Allerdings sind sie in diesem Fall aus dem Chemiebaukasten quasi hinzugekippt worden. Nicht, weil es in den eigentlichen Zutaten drin sind. Und die eigentlichen Zutaten wären im Wesentlichen gebackener Weizen. Der Unterschied besteht unter anderem auch darin, dass es sich hier um gebackenen handelt, nicht rohe Haferflocken, wie es hier der Fall ist. Und dann der große, große Scheiß, ökologisch gesehen, Palmöl oder Palmfett. Ist hier die Fettkomponente quasi, was natürlich grauenvoll ist. Soja ist drin, ist genauso grauenvoll. Für beides musste Regenwald sterben. Und ja, den Rest können wir uns jetzt sparen. Wie gesagt, Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Bisher habe ich das ganz gerne auf expeditionsartigen Touren mal dabei gehabt, so als Backup-Nahrung. Daran wird sich jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr viel ändern. Allerdings ist das, wie gesagt, grundsätzlich eigentlich ein ziemlicher Scheiß, eben wegen der Palmöl- und Palmfettkomponente. Je länger ich mich mit der Thematik auseinandersetze, desto schlimmer finde ich das. Hat mich jetzt bisher eben für die wenige Menge, die ich davon pro Jahr konsumiere, nicht so groß gestört, aber ja gut. Aber jetzt mal so rein, um es auf die Kalorien runterzubrechen. Das ist ja so die Hauptsache, die man auf Tour, also als Problem quasi hat, dass man auf seine Kalorienmengen kommt, damit man einigermaßen satt wird. Ob man jetzt Vitamine und Mineralstoffe in ausreichenden Mengen zu sich nimmt, ist, wenn man jetzt meinetwegen 10 Tage unterwegs ist, im Grunde nicht so wichtig. In 10 Tagen entsteht keinerlei Mangel. Und nicht mal so viel Mangel, dass man es irgendwie merken würde, dass einem da was fehlt. Das ist nun mal auch so, muss man auch an dieser Stelle mal anmerken. Für eine alltägliche Ernährung ist es natürlich wichtig, dass die da drin sind. Für auf Tour kann man auch mal eine Weile drauf verzichten. Es gibt natürlich jetzt noch andere ähnliche Produkte wie Energy 5, zum Beispiel BPWR. Das ist nicht ganz so, sagen wir mal, ökologisch fragwürdig, ist da in der Hinsicht etwas besser. Da hat man auf einen Teil vom Palmöl, glaube ich, verzichtet und hat noch ein Stückchen weit Raps- oder Sonnenblumenöl verwendet. Es ist aber auch noch Palmöl, glaube ich, drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gibt es allerdings dann keine großartigen Vitamin- und Mineralstoffzusätze mehr. Woraus jetzt ankommt, ist 460 Kilokalorien pro 100 Gramm. Dieses Zeug hier hat 426, also schon noch mal deutlich weniger. So eine Packung hat 500 Gramm. So eine Packung hat 600 Gramm, die Aktivvariante. Man kann jetzt pro Tag, sagen wir mal, eine so eine Packung mitschleppen und davon kann man pro Tag ganz gut leben. Es wird kulinarisch allerdings wirklich anspruchsvoll, wenn man sich 9 Riegel Energy 5 am Tag reinhauen möchte, um auf seine Kalorien zu kommen. Die größte Menge, die ich davon am Stück mampfen kann, ohne dass ich sage, oh Gott, jetzt langt's mal aber, sind 3 Riegel. Und damit bin ich noch im oberen Bereich angesiedelt. Es gibt genügend Leute, die kriegen höchstens einen Riegel runter oder maximal 2 und dann sind sie aber auch pappsatt im ersten Moment, zumindest mal für eine Weile. Insbesondere, da man in der Regel, wenn man es ein bisschen professioneller macht, sage ich jetzt mal, die Riegel nicht einfach so futtert wie so ein Schokoriegel, sondern man bröselt sich die klein, macht sich noch entsprechend eine Milchpulverriegel oder Milchpulver generell dazu.
und macht sich daraus auch einen Brei. Also im Prinzip letztendlich genau das gleiche wie das hier, nur dass man da halt nicht hier eine schöne Flasche hat und da halt eben nicht, da kann man eben ein anderes Gefäß nehmen. Selbstverständlich könnte man sich auch Bertrand in jedem beliebigen anderen Gefäß zubereiten, es muss ja nicht unbedingt diese tolle Flasche sein. Was ist jetzt besser, beziehungsweise lohnt sich überhaupt, sowas in Erwägung zu ziehen als Tourverpflegung? Gehen wir aber erstmal vom Bertrand aus. Da haben wir also 600 Gramm pro Tag. Das ist ein Ordnungswert. Man könnte noch ein bisschen bessere Gewichtsgeschichten, also ein Nahrungsgewicht pro Tag erreichen, indem man einfach sagt, man nimmt weniger Nahrung mit, man rechnet mit weniger Kalorien, das ist ja 2500 Kalorien. Ich habe ja immer normalerweise nur so 1800 dabei. Würde man jetzt sagen, man bricht das hier auf 1800 runter, dann wäre man auch bei so etwa 450, 480 Gramm in etwa. Und das entspricht dann tatsächlich auch so der Nahrungsmenge, die ich so für gewöhnlich bisher immer dabei hatte, mal abgesehen von der Notnahrung, die ich noch zusätzlich dabei hatte, für den Fall, dass ich irgendwo mal mir die reguläre Nahrung alle geht. Aber ich habe normalerweise immer dabei gehabt, so eine Trekking-Mahlzeit von circa 130 Gramm, bisschen Müsli, 100 Gramm pro Tag, dann Milchpulverriegel zum Müsli von etwa ziemlich genau 62,5 Gramm. Und Mittagessen 50 Gramm Schokolade, 50 Gramm Erdnüsse. Das ist auch eine relativ spartanische Kost. Vom kulinarischen her also durchaus mit jedem Tag eine Packung Bertrand zu vergleichen. Vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter als jeden Tag eine Packung Bertrand. Aber man hat auf jeden Fall in Anführungszeichen mehr vom Essen, weil eine der Komponenten ja auch so eine Expeditionsmahlzeit ist und die ist für die Psyche schon wichtig, weil es sich um eine richtige Mahlzeit handelt, zum Beispiel Spaghetti Bolognese, eine warme Mahlzeit, das ist einfach für die Psyche gut und die schmecken in der Regel richtig lecker. Also zumindest draußen. Mindestens da sind die schon wirklich ordentlich, da kann man sich gar nicht beschweren geschmacklich. Und insgesamt würde ich dann schon sagen, dass die bisherige Variante, die ich sonst so dabei hatte, da schon dann gewinnt. Aber jetzt machen wir nochmal den Gewichtsvergleich. Man kommt mit dem, was ich gerade aufgezählt habe, auf etwa 1800 Kalorien. Das wäre, wenn man es in Bertrandpulver umsetzt, etwa 480 Gramm. Sagen wir jetzt mal ganz grob. Die Standardvariante sind 162 Gramm Frühstück, 100 Gramm Mittagessen macht 262 und nochmal zum Abendessen nochmal circa 130 Gramm. Eben Abendessen-Komponente und dann ist man bei etwa 400 Gramm Nahrung pro Tag. Da kommt noch ein bisschen was dazu für die Verpackung, wenn man sie mitzählen möchte. Das kann man bei Bertrand auch tun, da wiegt die Verpackung 13 Gramm. Das ist dann bei der Standardvariante erheblich mehr, weil die Expeditionsnahrungstüten, die müsste man schon ausspülen und super sauber machen, damit man da auf 13 Gramm kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die etwa 20 Gramm wiegen. Dann hat man vom Frühstück noch ein ganz kleines Säckchen Müsli. Das Säckchen eben drumherum spielt eine Rolle. Das mögen dann von mir aus nochmal 3 Gramm sein und Schokolade und Erdnüsse fallen dann auch mal mit etwa 5 Gramm Verpackungsmaterial pro Tag zu Buche. Wir sind also bei, sagen wir mal, rund 30 Gramm Verpackung und sind dann bei vielleicht 430, 420 Gramm Nahrung pro Tag. So. Da ist Bertrand schwerer bei vergleichbarer Kalorienanzahl, aber halt bloß gerade mal so 40, 50 Gramm oder was da schwerer ist. Was jetzt aber der Knackpunkt ist und was da noch erschwerend dazu kommt, bei der Standardvariante ist ja eine gekochte Mahlzeit dabei. Und zum Kochen brauchen wir einen Kocher und Brennstoff. Ein Kocher ist jetzt vom Gewicht her vielleicht gar nicht so dramatisch, wenn man bedenkt, dass man das Gewicht ja quasi auf die Anzahl der Tage sozusagen runterbrechen kann. Wenn man 10 Tage unterwegs ist und schleppt einen Kocher mit, der sagen wir jetzt mal nochmal 600 Gramm wiegt. Das Gesamtsystem mit Windschutz, mit Kocher, mit der Flasche, wo das Benzin drin ist oder der Spiritus.
sagen wir einfach mal spaßeshalber, es wären 600 Gramm. Das ist ja schon relativ schwer. Da geht auch noch weniger. Also nochmal so ein 400 Gramm. Machen wir 400 Gramm für das entsprechende Setup ohne Brennstoff. Das wäre also quasi ein Tag länger, den man von gewichtstechnischen Gründen mit einer reinen Bertrand-Verpflegung oder einer reinen Energy-5-Verpflegung länger unterwegs sein könnte. Ist ja schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Das macht schon was aus. Was jetzt aber noch halt eben erschwerend hinzukommt, wenn man überhaupt keinen Kocher dabei hat, weil man ihn nicht braucht, weil man nur mit sowas unterwegs ist, dann braucht man auch keinen Brennstoff. Und je nachdem, wo man und in welcher Jahreszeit man unterwegs ist, kann man schon so, jetzt, wenn man beispielsweise Spiritus nimmt, so 60 bis 120 Milliliter pro Tag veranschlagen. Da ist dann allerdings bei der 120-Milliliter-Variante auch noch Teekochen mit eingerechnet. Die Option, sich irgendwelche Heißgetränke zuzubereiten, hat man dann halt, wenn man auf den Kocher gänzlich verzichtet, halt wieder überhaupt nicht. Also weniger Komfort, sicherlich, weniger für die Psyche, sicherlich, aber durch den Einsparen von Brennstoff, dass man überhaupt keinen Brennstoff mitschleppen muss, da spart man dann halt nochmal richtig, richtig, richtig Gewicht. Und wenn wir jetzt mal sagen, wir rechnen 80 Milliliter Brennstoff pro Tag und den Kocher noch auf die Variante Standardnahrung drauf, dann sind wir erheblich, also was heißt erheblich, aber bestimmt 50, 60, 70, 80 Gramm, je nachdem wie viel Brennstoff wir veranschlagen, pro Tag schwerer als mit einer reinen Bertrand-Verpflegung. Und da kann man dann schon mal drüber nachdenken, ne? Bei 10 Tagen sind das 800 Gramm. Das macht schon was aus. Das ist dann wiederum halt eben nochmal locker 1 bis 2 Tage sogar, die man theoretisch länger auf Tour gehen könnte, wenn man jetzt halt sagt, ich will so und so viel Gewicht nicht überschreiten mit meiner Ernährung. Spielt dann schon eine Rolle. Dazu kommt halt dann eben noch, dass Bertrand von der Nahrungszusammensetzung für sportliche Aktivitäten wie eben Langstreckenwandern durchaus ausgelegt ist. Die eben von mir beschriebene Nahrung ist das nicht unbedingt. Insbesondere Schokolade, ja, die ist auf Tour super, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine Sportlernahrung. Das morgendliche Müsli ist das noch am ehesten und das abendliche Trekking-Mahlzeiten-Zeugs, das ist, ja, das ist schon auch für Aktivitäten am nächsten Tag ausgelegt, aber vielleicht halt doch nicht eben zu sehr. Was man bei der Variante Bertrand eben nur quasi gratis dazu bekommt, ist tatsächlich, dass man über die Tour nicht auf eine Vollversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen verzichten muss, was man sonst eigentlich normalerweise durchaus eventuell tut. Es gibt zwar Multivitamintabletten, die man sich ins Wasser reinschmeißen kann, die dann auf Tour eine gute Idee sind, um zum Beispiel auch seinen Vitamin- oder Mineralstoffgehalt, also dann müsste man halt entsprechende Mineralientabletten mitnehmen, aufrecht zu erhalten. Aber diese ganzen Präparate, die sich im Wasser auflösen, diese Brausetabletten, ich hole mal welche. Sowas hier, die enthalten nie alle Vitamine zum Beispiel, weil da sind die ganzen fettlöslichen Vitamine, sind hier jeweils nicht drin. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 der 13 lebenswichtigen Vitamine, die man so braucht und null Mineralstoffe, weil die drei, die potenziell eben in höheren Mengen ungesund sein können, sind in diesen Tabletten nicht drin, weil man davon auch gerne mal zu viele nimmt. Ich nehme da persönlich immer viel zu viele. Das heißt, eine Tablette pro Tag. Ich nehme gerne mal 4 oder was, weil ich mir auf 1 Liter Wasser eine Tablette gerne reinschmeiße, und das dann halt eben 4 Liter am Tag trinke und dann kommt man halt ganz schnell auf 4 solche Tabletten. Ja, zum Vergleich, die Variante ohne Kocher und statt Bertrand hat man zum Beispiel nur Energy 5 dabei. Also erstens mal ist das kulinarisch schon ein deutlicher Unterschied. Das ist wirklich, wirklich schmackhaft. Das ist schon in Ordnung. Wenn man es jeden Tag, dann wird es irgendwann wahrscheinlich langweilig. Aber es ist dann immer noch okay. Mindestens. Mindestens.
Das Zeug, selbst ich kann nicht behaupten, dass ich das lecker finde. Es ist in Ordnung aus meiner Sicht. In Ordnung kriege ich hin, wenn ich das nicht allzu häufig futtern muss. Es wird ein bisschen besser, wenn man sich zum Beispiel noch ein bisschen Zucker-Zimt dran macht oder nur Zimt. Ein bisschen Schokopulver, Kakaopulver oder ähnliches. Da kann man schon noch einige Varianten sich zusammenmischen, in denen das dann besser schmeckt. Was hier allerdings natürlich auch möglich ist. Selbstverständlich. Ein bisschen Zucker-Zimt dran. Nur ganz wenig Zucker. Da so wenig Zucker dran ist, möchte man sich dann auch nicht kaputt machen, indem man zusätzlichen Zucker dran gibt. Oder ein bisschen Honig oder eben, wie gesagt, etwas Zimt, ein bisschen Kakaopulver, irgendwie solchen Varianten. Da gibt es dann schon noch diverse Möglichkeiten. Also das gilt natürlich aber auch eben hierfür. Vom Kaloriengehalt her sind die hier jetzt ja noch ein bisschen leistungsfähiger. Man wäre also letztendlich noch ein bisschen leichter unterwegs. Verpackungstechnisch vom Gewicht her sollte sich das nicht allzu viel nehmen, weil so ein Beutel ist definitiv leichter als die Bertrand-Verpackung. Allerdings sind die Riegel noch jeweils einzeln in so einem kleinen Plastikfolchen verpackt. Das wiegt aber auch so gut wie nichts. Das ist also vergleichbar. Bei deutlich weniger Geschmack, einem deutlich weniger nachhaltigen Produkt wegen Palmöl, könnte man schon sagen, ist man noch mal leichter, wenn man jetzt auf zum Beispiel Energy 5 zurückgreifen würde. Viel leichter, ja, wie viel leichter denn? Ja, 460 Kilokalorien pro 100 Gramm im Vergleich zu 426, 10%. Zusätzlich leichter, 12% vielleicht. Also spielt eine Rolle. Ist nicht so, dass es ganz egal wäre. Könnte man wiederum, wenn man 10 Tage unterwegs ist, nochmal einen zusätzlichen 11. Tag quasi dranhängen. Aber kulinarisch möchte ich mir das echt nicht geben. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass ich mich da jetzt nur von Energy 5 für irgendwelche expeditionsartigen Unternehmen ernähren mag. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das ist so der entscheidende Unterschied. Fairness halber wäre jetzt natürlich noch zu sagen, wenn man wirklich die ultraleichte Bertrand-Ernährung haben möchte auf Tour, dann nimmt man natürlich nicht diese Flasche mit. Die kann man zwar auch als Wasserflasche, sagen wir mal, noch zusätzlich verwenden, aber da gibt es dann noch mal leichtere Alternativen. Also entweder macht man sich dann seinen Bertrand in seiner noch leichteren Wasserflasche, wenn man jetzt ultraleicht unterwegs sein möchte. Und vor allen Dingen, der Verschluss hier ist nicht so richtig dicht. Also wenn man das Ding auf den Kopf dreht und da ist was drin, dann kommt hier die Brühe raus. Man muss also den schon zuhalten, während man zum Beispiel schüttelt oder wenn man es auf den Kopf dreht, damit einem da nicht die Brühe rauskommt. Wenn es das mit einem besseren Verschluss gäbe oder einem, der halt wirklich dicht abschließt, dann könnte man darüber nachdenken. Außer man hängt sich die ganze Zeit quasi im vollen Zustand dann irgendwo an den Rucksack, mit diesem Haken. Dadurch, dass man nämlich hier dann entsprechend das Gewicht dran hat, drückt er sich automatisch selber zu. Das könnte auch noch funktionieren. Ich würde aber zum reinen Wassertransport definitiv eine andere Flasche mitnehmen, mehrere andere Flaschen. Wenn, dann würde ich den Shaker halt dann tatsächlich als Zusatzzeugs mitschleppen und das muss man dann quasi wie einen Kocher behandeln sozusagen. Das ist dann halt ein Zusatzgewicht, was man jeden Tag in die Gesamtproviantmenge quasi anteilig mit einrechnen muss. Ist aber natürlich auch nicht so schwer wie ein Kocher. Das auf jeden Fall auch nicht. Zum Zeitaufwand her ist dann wiederum Bertrand besser, weil das schneller zubereitet ist als die Zeit, die man braucht, um Energy 5 klein zu bröseln. Das kann unter Umständen schon mal nervig sein, ein bisschen länger dauern. Es gibt auch immer eine ziemliche Sauerei unter Umständen. Ja, man kann es in eine Tüte machen und dann in der Tüte klein stoßen. Das geht schneller, aber ich glaube, vom Zeitaufwand her ist man auf jeden Fall mit Bertrand auf der sicheren Seite. Ja. Jetzt könnte man vielleicht noch überlegen, was gäbe es denn noch an mögliche Tourernährungen, die jetzt noch leichter sind, um die Tour über sich mit entsprechenden Kalorien zu versorgen. Und tatsächlich gibt es da auch noch eine Variante, die für mich aber wieder aus kulinarischen Gründen ausscheidet, nämlich Nüsschen und Dörrobst, theoretisch auch noch Dörrfleisch. Das ist alles. Also gerade Nüsse. Nüsse haben locker 650, also je nach kommt auf die Nuss an, aber 600 bis 650 Kalorien pro 100 Gramm kriegt man mit Nüsschen schon zustande.
Dörr Obst wäre dann für die kurzkettige Kohlenhydrateversorgung eine ganz gute Sache, schmeckt mir überhaupt nicht, ist aber eigentlich schon recht effizient. Und beides zusammen mit überwiegend Nüsse und wenig Obst, also auf gut Deutsch Studentenfutter eigentlich, da kriegt man schon so Kalorien von 500 pro 100 Gramm der Mischung zusammen. Das ist dann halt eben doch nochmal, wo man dann überhaupt auch so eine Flasche nicht braucht und eigentlich gar nichts braucht und der Verpackungsmüll sogar noch geringer anfällt, doch nochmal effizienter. Aber aus kulinarischen Gründen die ganze Zeit wirklich über 10 Tage Nüsschen und Dörrobst fressen, ne. Ne. Und das ist auch nochmal wichtig, in diesem Fall hat man dann auch eine doch sehr einseitige Ernährung. Da ist ja nicht alles drin, was der Körper braucht, in Nüsschen und Dörrobst, sondern ein Überangebot an Fett, relativ wenig Kohlenhydrate, die kommen noch eher aus den Dörrobst als aus den Nüssen, die enthalten ja wirklich größtenteils Fett. Und Eiweiß hat man auch eher wenig. Nüsse, da ist für ein pflanzliches Produkt vergleichsweise viel Eiweiß drin. Aber ja, das sind ja nicht unbedingt eiweißreiche Nüsse, die man da mitnimmt. Das sind ja eher fettreiche Nüsse, damit man dann wieder auf die entsprechende Kalorienzahl kommt. Aber sagen wir mal, wir haben 600 Kalorien pro 100 Gramm in unserer Nussmischung. Dann müssten wir tatsächlich, um auf 1800 Kalorien zu kommen, halt gerade mal 300 Gramm Nüsschen pro Tag mitschleppen. Im Vergleich zu 480 Gramm ungefähr für die Bertrand-Variante und sagen wir mal 430 Gramm für die Energy 5-Variante oder vielleicht 420 Gramm für die Energy 5-Variante. Aber das bleibt halt, ist halt deutlich schwerer als die Nüsschen-Variante. Nur für mich kommt das echt nicht in Frage. Wer sich das dann wirklich zutraut und sich das antun möchte, sich von Wasser, Nüsschen und Dörrobst über 10 Tage ernähren zu wollen, bitte gerne. Das ist dann, glaube ich, wirklich die optimierteste Form, die man sich vorstellen kann. Oder halt eben dann noch so richtig Speck für Polarforschungsexpeditionen und ähnliches an der Antarktis oder sowas. Da hatten sie gerne super fettige Wurst und super fettigen Speck dabei. Da hat man dann auch so 800 Kalorien pro 100 Gramm, kriegt man da dann zusammen. Aber dieses ultrafettige Zeug finde ich dann wiederum so widerlich, dass mir das auch auf keinen Fall auf irgendeine Tourverpflegung mitkommen wird. Pemmikan ist auch sowas. Das ist so eine Marschverpflegung der Eskimos. Das ist gestampftes Fleisch mit ein paar Beeren, die sie halt so gefunden haben. Auf Grönland und ähnlichem mit ein bisschen Getreide, das bisschen, was da halt irgendwie rangekommen sind. Ganz traditionell besteht es überwiegend wirklich aus gestampftem Fleisch und gestampftem Fisch. Alles super fetthaltig, mit wie gesagt ein paar Beeren drin. Also, das hat auch so um die 800 Kalorien, wenn es so richtig in traditioneller Zubereitungsart hergestellt ist, pro 100 Gramm, aber geschmacklich. Das muss man schon sehr mögen. Gut, das war's jetzt aber wirklich zum Thema Bertrand. Taugt das als Outdoor-Nahrung, wenn man entsprechend gewillt ist, auf warme Nahweltmahlzeiten zu verzichten? Kocher haben ja auch noch andere Vorteile davon abgesehen. Dann definitiv. Auf jeden Fall, dann ist man da deutlich leichter mit unterwegs und kulinarisch halte ich es dann doch für so viel besser als diese Variante, dass diese Variante keinen Sinn macht. Finanziell nimmt sich das übrigens gar nicht so viel. Also wenn man das hier in großen Mengen kauft, dann kostet das ungefähr so ungefähr gleich. Ungefähr. Das ist vielleicht, ja, doch ein bisschen billiger ist es. Ein bisschen billiger ist es noch, aber schmeckt auch so. Und die Nüsschen-Variante, ich habe sie gesagt, es gibt sie, wer möchte gerne, ich nicht. Und ja, abschließend, ich finde das echt eine tolle Sache, dieses Zeug. Und dann möchte ich jetzt vielleicht noch aus Gründen der Transparenz darauf hinweisen, auch wenn ich das unter Umständen schon in einem anderen Video gesagt habe oder noch tun werde, falls ich das überhaupt hochlade oder schon getan habe.
Das ist wieder keine Werbung im Sinne von, ich habe es geschenkt bekommen und mache jetzt eine Produktvorstellung, sondern nur meine Meinung, weil ich habe mir das aus eigenem Geld entsprechend gekauft. Allerdings, anders als sonst, hat es diesmal eine Kommunikation mit dem Hersteller gegeben. Ich kann also nicht behaupten, ich habe mit dem Hersteller nie Kontakt gehabt, denn das hat doch stattgefunden. Ich sollte nämlich ursprünglich eine Produktvorstellung im klassischen Sinn, wie man das auf YouTube kennt, machen, beziehungsweise hatten sie angefragt, ob ich das machen möchte. Ich habe aber gesagt, nö, möchte ich nicht machen, ich kaufe mir lieber so. Und wenn ich dann Lust habe, ein Video zu machen, dann mache ich trotzdem ein Video, aber so wie ich das für richtig halte und ohne dass mir irgendjemand unterstellen kann, dass meine Meinung gekauft worden wäre. Ja, das ist mir einfach lieber auf der Variante und deswegen steht hier auch nirgendwo im Bild Werbung, Dauerwerbesendung oder sonst irgendwas. Das ist es nämlich nicht. Mit dem kleinen Unterschied halt eben, das war es ja noch nie, aber diesmal habe ich tatsächlich mal Kontakt zum Hersteller vorher gehabt. Aber die waren auch zufrieden und haben es mir nicht übel genommen, dass ich gesagt habe, nee, will ich so nicht machen. Gut, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.